Mein Leben für dich! Ja, mein Leben für ihn! Der Kerl ist nicht ganz dicht. Wie wir alle. Hier, zieh dich an. Trash, unser Müllbaby. Wie schön, dass du da bist. Mein Leben für dich. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Es gibt Arbeit für dich in der Wüste, Trash. Schöne Arbeit, wenn du sie willst. Ich tue alles. Ich tue alles. Mein Leben für dich. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich weiß das genau. Und ich werde dir alle Träume erfüllen, Trash. Komm. Lass uns über deine Zukunft reden. Es dauert nicht mehr lange, dann ist die Sonne weg. Tja, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Hab ich recht, Exana? Ist ein großer Tag heute. Inwiefern? Oh, das Kraftwerk, natürlich. Also, wie konnten Sie das bloß vergessen? Ich hab's nicht vergessen, ich hab's nur verdrängt. Die Seuche hat die Menschen getötet, aber nicht die Geräte, stimmt's? Nein, die existieren alle noch. Vom elektrischen Dosenöffner bis zur Kobaltbombe. Und sie warten nur darauf, dass jemand vorbeikommt und sie mitnimmt. Die große Jagd beginnt am heutigen Tag. Ach Mann, Professor, was ist denn so schlimm daran, wenn die Leute wieder Eiswürfel in ihren Scotch tun? Es ist der alte Trott. Und der alte Trott war ein Todestrip. Ganz schön heftig, was Sie da sagen. Tatsächlich? Da unten ist eine alte Frau, die Ihnen etwas anderes sagen würde, Texaner. Vorausgesetzt, dass sie überhaupt darüber reden will. Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht, ob es eins gibt. Aber ich weiß, dass es mir große Sorgen bereitet, so wie alles läuft. Sie möchte eine Vollversammlung. Sie weist allerdings darauf hin, dass es Gott ist, der diese Versammlung will. Wir sagen prima, alles klar, Mutter, alles klar mit Gott. Und dann pfuschen wir gleich wieder mit dem Kraftwerk herum und versuchen, die Welt wieder zu erschaffen, die die menschliche Rasse beinahe ausgelöscht hat. Da stimmt doch was nicht mit dem Vorgehen.